Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin's, euer Henri. Wir schauen hier auf den Freund unseres König Ormund, den dänischen König, seinen Bruder Gutbrand, ja, der unter Druck war, sich ja wirklich ganz gut behauptet hat, obwohl er jetzt nicht sonderlich stark ist. Aber ja, vielleicht war der letzte Krieg auch einer zu viel. Er steht da ganz gut da, aber ja. Die beiden Brüder haben sich zusammengesetzt und haben geschaut, welche Möglichkeit gibt es, ja, dass unser Ormund ihn hier unterstützen kann. Immerhin sind die beiden auch Freunde und sie haben eine ganz gute Möglichkeit gefunden. Sie haben hier zusammengearbeitet. Ja, auch Gudbrand ist ja kein schlechter Diplomat und haben eine Möglichkeit gefunden. Ja, und haben gesagt, lass uns doch hier schauen, Vorbasse. Versuch doch einen Anspruch darauf durchzusetzen. Ja, denn Vorbasse ist hier tatsächlich auch der Kriegsgegner unseres Bruders. Er will hier einen Religionskrieg um Schone führen. Ja, und diese Möglichkeit hat jetzt unser Ormund genutzt. Und wir sind hier bereits auf dem Weg. Ein paar Männer werden noch ausgehoben. Die Jobse-Wikinger machen hier Jagd auf eine kleine Armee und erste Belagerer sind auch unterwegs. Die jetzt schon hier sind, allerdings, ja, 18 Monate brauchen. Ja, das geht fast. Aber das Ganze ist nicht zu unterschätzen, denn schaut mal, der König François, der zweite von Lothringen, ist zwar nur ein sechsjähriger Bub, aber er scheint gut beraten zu sein, denn er hat 13.000 orthodoxe Glaubenskrieger mit hineinholen können. Außerdem hat er Geld für Söldner ausgegeben. Ja, 40 Sondersoldaten. Was das jetzt noch genau ist, keine Ahnung. Schauen wir mal. Sondersoldaten sind nicht wie gewöhnliche Armeen, da sie nicht in ein Besitztum ausgehoben werden. Sondersoldaten erhält man durch Ereignisse. Ah ja, und sie stellen unterschiedliche Dinge dar. Okay. Also vielleicht irgendetwas im orthodoxen Glauben so. Manchmal können wir ja auch Huskarle oder junge aufstrebende Kämpfer rekrutieren. Sowas in der Form wird es sein. Mal schauen, wie viele jetzt von den 21.000 Mann, die er theoretisch zur Verfügung hat, er uns jetzt hier ja wegen dieser kleinen, verhältnismäßig unbedeutenden Grafschaft entgegenwerfen wird. Denn er hat weiterhin drei andere Krieger an den Hacken, zwei andere wollen sein Königreich, wollen seinen Titel, ein anderer will ihm eine Grafschaft streitig machen. Also da wird die Frage sein, wie das aussieht. Es ist ein weiter Diplomatievorzug auch verfügbar und eine Jagd könnte veranstaltet werden. Ja, nicht jetzt direkt. Schauen wir mal, Botschaften. Jedes Bündnis. Oh, plus 5. Jedes Bündnis bringt einmal Diplomatie bis maximal plus 5. Ja, passt jetzt auf der Grundlage der vielen Bündnisse, die unser Ormond in letzter Zeit geschlossen hat, finde ich ganz gut. Und schaut mal, sein Diplomatiewert wird wirklich weiter steigt in die Höhe. So, dieser Krieg oder diese Schlacht geht sehr eindeutig aus. Sehr, sehr gut. So haben wir noch ein paar Aufgebote, die mit unterstützen können. Kommen wir dann sogar über die Versorgungsschwelle? Schauen wir mal. Gibt es ansonsten noch Armeen, die gejagt werden können? Nicht so wirklich. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen einfach nach Odense. Na, hier gibt es Zermürbung. Nee, dann gehen wir nicht nach Odense. Dann bleiben wir hier in der Nähe, um diese Belagerung abzusichern und konzentrieren uns erstmal darauf, hier das Kriegsziel zu belagern. Und Gunhild, oh, Gunhild Roten ist gestorben, ja. Am Ende des Tages starb sie an Krebs. Ja, sie war hier von Uppland die Herzogin und jetzt ist er hier Herzog Totil, aber der eine sehr gute Meinung zu haben scheint von unserem König. Er hat natürlich die niedrigen Aufgebote und Steuern von seiner Mutter übernommen, bleibt aber selbstverständlich hier ein Vasall im Königreich Norwegen. Das hatte ja seine Mutter so entschieden. So, es gibt da ein Geheimnis. Graf Tord ist ungläubig. Der Ränkespielwert unseres Freundes Botulf. Tja, aber gegen Ungläubige wird unser, glaube ich, selbst ungläubiger
Orn und nichts unternehmen. So, hier sind die nächsten. Aber hier gibt es jetzt auch Zermürbung. Kein Befehlshaber. Ha, ärgerlich. Gut, bleiben wir mal stehen. Warten wir mal, wo sie drauf hin wollen. Wobei, es wäre schon gut, die irgendwo abfangen zu können. Hier vielleicht eine Möglichkeit. Aus Wasser würde uns 15 kosten. Ja, dauert eigentlich auch schon ganz schön lange. Es wäre eigentlich ganz gut, die abzufangen. Wobei, eigentlich wollen die auch noch schonen, ne? Es ist ja eigentlich nur ein konkurrierender Krieg. Es würde unserem Bruder helfen, aber ich denke, jetzt steht er da eigentlich selber auch ganz gut da. Ja, schaut mal, 1700 und er müsste irgendwo 3000 haben, wo auch immer er seine Mannen jetzt gerade versteckt. Keine Ahnung, wo er hinmarschiert ist, aber gut, lassen wir die hier erstmal ziehen. Ah, da kommt sie sehr gut. Ah, jetzt will aber mit Verschiffungsmalus hier in die Schlacht gehen, ernsthaft? Tja, der Fog of War sorgt jetzt dafür, dass wir nicht mitbekommen, was da passiert. Ja, zum Hausmitglieder und Verbündete haben wir natürlich auch noch, sollte tatsächlich dieser große Ritterorden da ankommen. Hier verlieren wir aber Versorgung. Naja, nur 5 im Monat, okay. Das ist minimal. So, jetzt gehen sie hier in die Schlacht ohne den Verschiffungsmalus. Sehr gut, dann dürfte das deutlich klarer ausfallen. Ja, sehr gut. Auch zugunsten unseres Bruders. Sehr gut. Hier wurde der König von Böhmen gefangen genommen. So, jetzt laufen wir aber nicht. Nein, ernsthaft? Ernsthaft? Das ist doch jetzt dämlich. Jetzt will er uns hier... Kollege, wie dämlich ist das denn? Jetzt will er uns hier vertreiben, weil er selber wahrscheinlich Vorbasse belagern will und rennt hier rein, um gegen uns zu kämpfen. Ernsthaft? Das ist jetzt wirklich dämlich. Das ist ja total unnötig. Ja, aber gut. Das ging jetzt relativ schnell. Dieser Krieg ist nämlich entschieden. Er hat diesen Krieg gewonnen. Ja, und damit ist er jetzt auch nicht mehr konkurrierend zu uns und damit ja, war das hier vielleicht ein maximal kleines Scharmützel, aber mehr auch nicht sehr gut. So, es geht wieder um laute Stimmen beim Ting-Treffen. Ting-Treffen sind ein notwendiges Übel, und du bist doch fleißig, wenn man als König etwas auf sich hält. Alle freien Menschen einer Gegend kommen zusammen, um die örtlichen Angelegenheiten zu besprechen, Handel zu treiben und miteinander... um dieses oder jenes Vorrecht zu buhlen. Wie es bei Zusammenkünften dieser Größe nicht anders zu erwarten ist, neigen sie dazu, in eine erhitzte Stimmung zu geraten, und dieses Ting ist da keine Ausnahme. Ich habe Mühe, ob des vielen Geschreis allen Einzelheiten zu folgen, doch anscheinend herrscht unter den Leuten aus Elfin Heulen und Zähneklappern, weil sie von Zauberern aus Westgotland verhext wurden. Ernsthaft? Westgotland hatte meine Unterstützung, Elfin hatte meine Unterstützung. Da kriegen wir eine Anspannung, weil wir fleißig sind. Irgendwann werden sie schon müde werden. Ja, das passt tatsächlich wegen des Fleißes nicht, aber ja, ich denke, Elfin, das ist sein Heimatland. Da sind die Styrs so etwas von verwurzelt. Da wird er doch sagen, lassen sich die Leute aus Elfin so etwas von Westgotland gefallen. Diese Grafschaft ist zu sehr damit beschäftigt, gegen ihre unmittelbaren Nachbarn zu kämpfen, als dass sie noch Unruhe gegen ihren Lehnsherrn stiften könnten. Okay, ja, da kommt es dann zu einem kleinen Bauernkrieg offensichtlich zwischen, ja, zwischen Elfin und Westgotland. Naja. So, was macht denn unsere Belagerung? Ja, wird noch ein Baden. So, hier will uns jemand eine Konkubine anbieten. Tja, das ist lieb gemeint, aber
Bei der sexuellen Gesinnung unseres Ormund ist er da, glaube ich, an Konkubinen wahrlich nicht interessiert. So, und er kann uns jetzt hier Lösegeld einbringen. Hauptmann Sölve will ihn auslösen. Tja, er ist ja mittlerweile landlos und eher unbedeutend. Ist auch ein Rivale geworden? Nee, ist er nicht. Er ist mit ihm verbündet. Will er ihn dann... Ah nee, das sah nur auf den ersten Blick ähnlich aus. Tja, der will ihn jetzt herausholen, der Hauptmann von den Söldnern. Gut, ich denke, der hat ohnehin auch wirklich sehr lange im Gefängnis gesessen. Schauen wir nochmal, wo ist er denn? 3 Jahre und ist er denn ein guter Diplomat? Naja, es geht so. Durchschnittlicher Diplomatiewert, aber wahrscheinlich hat er gute Argumente vorgebracht, nämlich, dass unser König diese 25 Gold für seinen Krieg im Moment gut gebrauchen kann. Ja, von daher denke ich, sieht das doch ganz gut aus. So, das ist akzeptiert. Einer weniger dann hier im Gefängnis. So, ansonsten passiert im Moment nicht viel hier in diesem Krieg. Die Armeen stehen sich ja ein wenig die Beine in den Bauch. Aber es kommt auch sonst niemand. Und Ingegerd ist wieder schwanger. Oh, die aber mittlerweile nur auch schon 39 ist. So, ehrlicherweise bräuchte es diesen Krieg jetzt natürlich nicht mehr. Aber ganz ehrlich, naja, also jetzt wo er begonnen ist, wird er auch nicht mehr abgebrochen. Ja, ich habe herausgefunden, dass Graf Ringwalds Erbe für seinen Mann, der ihm auferlegen, mehr an euch zu zahlen, als ihr bisher eingefordert habt. Ach, das ist hier dieser kleine Graf von Skara. Wie sehen denn seine Bande aus? Ja, er wird sich da 10 Jahre lang sowieso nicht... Tja, und wenn es tatsächlich vererbte Vasallenbande sind, ja, dann sollten wir das auch auf jeden Fall richtigstellen, denke ich mal. So, Männer, es kommt. Ein bisschen flotter hier machen. Mit eurer Belagerung. Oh, und es gibt eine Rückkehr aus der Varega-Garde Arne. Ich wusste gar nicht, dass da noch jemand unterwegs war. Ich kehre heim, Bekanntschaft. Ist ja auch nett, brüllt er. Tja, und hat hier von der Basilissa Barbara vom Byzantinischen Kaiserreich. Boah, schaut euch das an. 72.000 Mann. Für sie hat er gedient. Ja, dann willkommen zu Hause, Arne. So, und hier wird noch ein Großherzog angegriffen. Religionskrieg um die Grafschaft Smolensk. Auch das wieder relativ weit im Osten. So, jetzt warten wir gerade, bis die Belagerung hier abgeschlossen ist. Und ein sündhafter Gode ist bloßgestellt. Naja, aber das interessiert, glaube ich, unseren Ormund weniger. Und ein Bauernaufstand gegen den König von Westfranken. Jemand mit einem Anspruch. Oh, und Gutlaik hat ein weiteres Kind bekommen, einen weiteren Sohn. 2 Söhne. Orm wollen sie ihn nennen. Und er wird natürlich auch wieder hier einen asatruischen Namen wählen. Sämund. Brage. Styrbjörn. Starkart. Starkart. Sein Bruder hieß anders, ne? Hardekmut und Starkart. Ja, das klingt doch wirklich sehr. So, die Belagerung ist gewonnen. Unser Bruder hat die Linie Styr-Palanga geschaffen. Oh, nur 14% hat das jetzt eingebracht. Ja, aber nach Lothringen marschieren, das macht jetzt nicht wirklich Sinn. Wir besetzen jetzt das Kriegsziel. Ja, das tickt hoch, ne? Dann können wir hier, denke ich, einfach weiter marschieren und dann die nächsten Belagerungen machen. Achso, dieser Krieg, das ging ja sehr schnell. 17 Monate, naja. Oh, und ein Krieg hier zwischen dem König von Westfranken und hier diesem
König Pierremont von der Bretagne. Er sieht wirklich wie so ein richtiger König aus. Es geht um das Herzogtum Bretagne. Okay. Oh, hier dieser Mittelteil. Okay, den will er haben. Hat er denn noch ein paar mächtige Verbündete? Hochburgund. Ja, es könnte ein spannender Krieg werden. Zwei sehr mächtige Reiche, die hier aufeinander prallen. Und derweil wird eine Tochter geboren, Jorun. Ja, den Namen finde ich eigentlich ganz schön, die kleine Jorun. Und Haldora kann einen Vormund bekommen. Ja, und da bietet sich natürlich unsere Frau an, gar keine Frage. Und wir müssen dann aber natürlich auch noch schauen, was Haldora denn für ein Kind ist und was sie so mitbringt. Ich habe eine 4 gewürfelt. 1, 2, 3, 4. Sie bringt als Kind eine gewisse Neigung zur Bildung mit. So, wer hat hier noch einen Krieg gewonnen? Achso, das war dieser sehr, sehr kurze Krieg dort im Osten. Weitere Kriege erklären wollen wir jetzt nicht. Wie sieht denn die Entwicklung in Konungehella aus? 25, ja, monatlich plus 1,9. Das ist doch nicht schlecht. Gut, dann werden wir hier erstmal weiter belagern und uns weiter eben auch um die Entwicklung kümmern. Jetzt schauen wir mal, können wir jetzt hier rüber marschieren ohne Zermürbung? Ja, das funktioniert sehr gut. Und wir werden in einen Krieg gerufen, und zwar hier von König Niklas von Finnland. Befreiungskrieg gegen Herzog Maro. Wahrscheinlich ein Vasall in seinem Reich. Ja, mit 11.000 Mann kann er da tatsächlich gut Hilfe brauchen. Das werden wir annehmen. Und ein neuer Widersacher. Oh, nichts ist in dieser Welt sicher, besonders in Zeiten des Krieges. Auch ein norwegischer Anspruch auf die Grafschaft von Forbass ist da nichts anderes. Tja, und sie hat jetzt diesen Krieg gewonnen und gleichzeitig den nächsten, aber auch schon wieder verloren. Also das wird nicht lange bleiben. Also dieser kleine König, er hat jetzt diesen Titel verloren. Sie wurde installiert durch eine Fraktionsforderung, ist aber interessanterweise schon von einer anderen Kriegsgegnerin, und zwar hier von der Despotissa Olga von Galizien-Volinien eingekerkert. Ja, sie ist hier die Erbin von diesem Despot Dimitri, ja, der dann an seiner Lepra tatsächlich auch gestorben ist. Also die wird jetzt, das wird nicht lange dauern, und dann wird sie Königin von Lothringen sein, und dann bin ich mal gespannt. Von daher, also das Ziel bleibt weiterhin dasselbe, das ist klar. Genau, neues Kriegsziel. Ein Krieg dann auch in Großpolen. Herzog Doman greift auch König Leidulf von Böhmen an, also der ist auch wahrlich nicht zu beneiden. Der hat auch einen Krieg nach dem anderen an Hacken. Ja, weil er auch wirklich schwach ist. Schaut euch das an. Also er hat zwar wirklich von den Ausmaßen ein großes Königreich. Er hat selber nur diese eine Grafschaft, die Grafschaft von Saaz. Und ja, sehr, sehr schwache Hausmacht, und das wird ausgenutzt. Das ist die gleiche Nachricht. Und das ist der Krieg hier gegen unseren Verbündeten. Aber wir warten mal ab. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Wir kriegen die Nachricht dann. Ja, sie hat jetzt auch hier den Kriegerorden gerufen. Großmeister Narses von der Bruderschaft vom Heiligen Grab. Ja, ein orthodoxer griechischer Kriegerorden. Also der bleibt dabei. Und jetzt geht es darum, ob Haldora zum Spielen kommt. Ja, natürlich denke ich, wird sie da sein. Ja, ich denke, das entscheiden nicht wir, sondern das entscheidet unsere Frau. Und da sie selbst gesellig ist, wird sie das Kind schicken, und auch Ormund wird dann dorthin marschieren. So, und genau da ist es passiert. Jetzt, wie vorhergesagt, hat sie diesen Krieg gewonnen, und damit ist sie jetzt mit 15.000 Mann hier unterwegs und ist jetzt eben Königin oder
Despotissa, wie es heißt, vom Despotat Galizien-Volinien und von Lothringen. Da muss ich aber auch noch um einige Herzogtümer kümmern. Wir schauen mal, was gibt es hier für eine Nachfolge. Ja, hier gibt es Erbteilung. Und hier gibt es auch Erbteilung. Also, naja, interessant, wie lange das so bestehen bleibt. Aber ich denke, wir sind ja gut vorangeschritten. Also bleibt das Ziel auch in diesem Fall erstmal dasselbe. So, euch werden wir noch nachziehen. Und ich scheue mich so ein bisschen. Wo ist sie denn jetzt? Sie hat hier auch noch diesen Krieg. 81%. Den wird sie aber relativ schnell, denke ich mal, dann beendet haben. Da liegt sie jetzt im Moment zurück. Und dann wird sie sich uns zuwenden. Deswegen habe ich noch ein bisschen Sorge, hier unsere Mannen abzuziehen. Also Kinder sind beide wieder heimgekehrt. Ich denke, dass wir die hier durchaus noch brauchen können. So, eigentlich können wir doch jetzt hier unseren Bruder rufen. Jetzt kann er uns doch hier mal helfen. Ich meine, wir haben das schließlich nur für ihn getan. Eigentlich. Schauen wir mal, wie sieht es denn aus? Seine Kasse in Ordnung, seine Männer sind auch in Ordnung. Okay, wir warten mal ab. Also sobald wir da jemanden kommen sehen. Oh, und auch sie hat jetzt hier die Bruderschaft gerufen. Ist damit mit 28.000 Mann unterwegs. Ja, ich glaube, da sollten wir unseren Bruder hier schon mal mit reinholen. Auf jeden Fall in diesen Krieg. Dass er da schon mal seine Mannen, ja, und da kommen sie auch schon, dann mit zur Verfügung stellt. Falls da etwas passiert. So, der Herzog von, nein, der König von Böhmen ist jetzt schon erstmal gefangen genommen worden. Und unsere Frau fördert die Ritterlichkeit sehr gut. Oh, und sie hat tatsächlich hier den Krieg verloren. Das ging dann doch schnell. Um diese Grafschaft hier. Grafschaft von Hennegau, ja. Das heißt dann, ja, diese kleine Grafschaft hier nur, genau. Okay, die hat sie jetzt verloren. Ja, das wird sie nicht so kümmern. Ein einziges Problem ist, dass jetzt alleine wir ihr Gegner sind. Und puh, das könnte jetzt schwierig werden. Ich denke, da sollten wir vorausschauend sein und mal hier unseren Verbündeten schon mal mit in den Krieg rufen. Und zwar nicht nur ihn. Ja, Lappland bringt nichts. Den König von Finnland. Ja, auch ihn vielleicht. Sollten wir hier mit reinrufen. Das kostet dann schon 350 Prestige. Und damit ist das Prestige unseres Königs so gut wie aufgebraucht. Ja, aber das müssen wir schon tun, fürchte ich. Da will man gut vorbereitet sein. Ja, das haben wir gerade gemacht. Den anderen werden wir jetzt nicht mit reinholen. Ja, der Herzog Doman hat dann relativ schnell diesen Krieg gewonnen. Können wir nur hoffen, dass sie ein bisschen brauchen, hierher zu kommen und sich dann vielleicht nicht dann allzu gut anstellen. So, im Fernosten wird es den nächsten Krieg geben. So, hier braucht es noch 42 Tage. Und Ingegerd ist schon wieder schwanger, mein Gott. So, die Belagerung ist gewonnen und dann werden wir hier einfach weiterziehen. Oh, Nykobing, schaut euch diese Burg mal an. Burg 3, Festungsstufe 11. Wow, das ist schon beeindruckend. Ja, aber wir werden auch nachziehen. Hier mit unseren Jungswikingern und das weiter so ein bisschen absichern. Und mit euch ziehen wir hier nach Nestfett. Schauen wir mal, ob wir hier noch was ausheben können. Es werden nicht viele sein. Und es gibt einen Kreuzzug für Pommern. Ei! Und jetzt ist es passiert.
Das gilt uns, oder? Katholische Herrscher, motiviert durch den Ruf zu den Waffen, den Papst Clemens ausgesprochen hat, sammeln große Scharen Zeloten um sich, um einen heiligen Krieg gegen alle Feinde ihres Glaubens in Pommern zu führen. Tagtäglich kommen mehr Fanatiker an und bald schon wird eine mächtige Armee den Krieg in unsere Lande bringen. Wir können nur beten, dass Tür den Mut uns den Mut und die Kraft verleihen wird, der Woge der Ungläubigen die Stirn zu bieten. Tür wird uns beschützen vor diesen Ungläubigen. Eieieiei. Ich habe es vor ein paar Folgen noch gesagt, dass ich mich fast gewundert habe, dass es niemals bisher Kreuzzüge gegen uns im Norden gab, unseren asatruischen Glauben. Und jetzt ist es soweit. Tür wird uns beschützen, dieser Papst Clemens. Er erklärt uns hier jetzt den Krieg und das schauen wir uns mal an. Kreuzzug um das Königreich von Pommern beginnt in 12 Monaten. Dann schauen wir mal, das Königreich von Pommern sind tatsächlich diese gesamten Besitztümer hier. Schaut mal, hier ist die feindliche Armee unterwegs. Puh, und hier bin ich mal gespannt. Ja, Verteidiger sind tatsächlich nur wir. Ich weiß nicht, ob da noch jemand reinkommt, um uns zu unterstützen. Angreifer ist bisher Papst Clemens. Aber da werden wir dann mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe Unterstützung als Verteidiger versprochen. Wenn wir siegen, kann ich einen Teil der Kriegskasse erhalten, basierend auf meiner Kriegsbeteiligung. Ja, okay. Wir sind da automatisch als Verteidiger drin. Hier sehen wir die relative Stärke im Moment noch sehr ausgeglichen, weil es nur seine eigenen Truppen sind. Ja, aber das werden wir im Auge behalten. Krieg des Katholizismus gegen unseren Glauben Asatru um das Königreich Pommern. Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Tja, eins dürfen wir nicht vergessen. Er ist ein gefühlloser Zyniker. Tja, wir dürfen gespannt sein, wie unser Ormund da agieren wird. Aber die katholische Welt bereitet einen Kreuzzug gegen unseren König vor. Das erste Mal eine Premiere in diesem Let's Play. Ich freue mich drauf und ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wie gehabt und wie immer wieder mit am Start seid und hier mit am Ball bleibt. Bis dahin, macht's gut, euer Henri.